Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zum DigiTalk, dem Online-Diskussions- und Bildungsformat von DigiProf auf Erwachsenenbildung.at, wo wir uns eben um digitale Themen zur Erwachsenenbildung kümmern und Unterstützung anbieten zum Arbeiten in der Erwachsenenbildung in der digitalen Transformation. Und ja, mein Name ist Birgit Aschemann, neben mir hier Karin Kulmer und Beatrice Kogler. Wir drei werden heute diesen Talk gestalten mit Unterstützung, weiterer Unterstützung aus dem DigiProf-Team. Und wir haben die Kolleginnen hier jetzt sozusagen per Slide mitgebracht. Sie haben sich in den Hintergrund geschaltet. Es sind Martina Linsberger, Bianca Halb und Gunther Schüssler, die heute mit uns im Hintergrund dabei sind. Das ist ein großes Support-Team, hat auch Einschulungsgründe, aber für uns natürlich eine große Freude, wenn wir mit so vielen Kolleginnen einfach diesen Talk gemeinsam gestalten dürfen. Und es freut mich natürlich ganz besonders, dass auch wirklich rund 170 Teilnehmer und Teilnehmerinnen jetzt schon mit dabei sind und sich für das Thema interessieren, das wir heute vorbereitet haben. Für die Durchführung dieses DigiTalks danken wir an dieser Stelle ganz herzlich dem österreichischen Bildungsministerium, das die Veranstaltung hier ermöglicht und fördert und dafür ja kann unser Dank nicht herzlich genug ausfallen. Es ist wirklich eine große Freude, diese Form der Unterstützung in dieser Größenordnung auch für so viele Personen anbieten zu können. Karin, du hast schon auf die Aufzeichnung und Teilnahmebestätigung hingewiesen, gell? Ich übergebe mal an dich. Ja, vielen Dank. Ich sage es vielleicht noch einmal kurz für all jene, die jetzt pünktlich dazugekommen sind. Bitte beachten Sie eben, dass dieser DigiTalk aufgezeichnet wird. Die Aufzeichnung läuft ja bereits und durch Ihre Teilnahme stimmen Sie dem ja auch zu. Der Chat und die Umfragen, die wir dann später noch posten werden, sind anonym. Das heißt, die werden dann nicht Teil der Aufzeichnung sein. Und vielleicht noch einen organisatorischen Hinweis, wenn Sie eine Teilnahmebestätigung brauchen, dann bleiben Sie bitte mit Ihrem echten Namen, also mit Ihrem Vor- und Nachnamen bis zum Schluss beim DigiTalk dabei. Wir zeigen Ihnen dann am Ende, wie Sie zu Ihrer Teilnahmebestätigung kommen. Das war jetzt schon alles zum Organisatorischen und ich übergebe jetzt gleich weiter an Beatrice Kogler, die kurz den Ablauf des heutigen DigiTalks erläutern wird. Genau, ja, Sie sehen dazu schon eine Folie diesbezüglich und wie Sie vielleicht schon aus der Veranstaltungsbeschreibung wissen, haben wir uns für heute vorgenommen, Ihnen drei Tools vorzustellen, mit denen Sie Online-Wissenshäppchen ganz einfach selbst erstellen und anbieten können. Wir haben für jede Tool-Präsentation bzw. Demonstration 15 Minuten eingeplant und dann jeweils noch 5 Minuten, um Ihre drängendsten Fragen dazu schon mal beantworten zu können. Am Ende sollten dann auch noch circa 20 Minuten übrig bleiben und alle weiteren Fragen, die Sie haben, zu beantworten. Und wir würden dann auch ganz gerne mit Ihnen in eine Diskussion kommen zu Ihren Erfahrungen, die Sie schon mit diesen Tools gemacht haben, wie Sie diese einsetzen bzw. einsetzen möchten und so weiter. Ja, die Tools, die wir Ihnen vorstellen werden, sind zunächst lernpfad.ch. Dann wird Ihnen Karin Kulmer das Tool HackMD vorstellen und schließlich zeigt Ihnen Birgit Aschemann dann noch das Tool Learning Snacks etwas genauer. Ja, unser Thema für heute sind ja Online-Wissenshäppchen. Dazu möchten wir Ihnen noch kurz erklären, was wir darunter verstehen, bevor wir dann eintauchen in die Präsentationen. Ja, Online-Wissenshäppchen, das ist so ein Begriff, den hört man öfter. Andere Begriffe sind noch Learning Nuggets, Learning Snacks oder Chunks, Learning Bytes oder auch Bite-Sized Learning. All diese Begriffe hört man immer wieder. Eigentlich meinen sie alle dasselbe, nämlich Micro-Learning.
Das haben Sie vielleicht auch schon einmal gehört. Und Microlearning ist ein E-Learning-Format mit ganz spezifischen Eigenschaften und Charakteristika. Das ist eben ein Selbstlernangebot. Das heißt, die Lernenden bearbeiten hier eine Lerneinheit asynchron, also orts- und zeitunabhängig und ganz eigenständig. Und ganz charakteristisch ist, dass es sich eben um eine sehr kurze Lerneinheit handelt, die aber in sich geschlossen ist, also didaktisch Sinn macht. Die Dauer beträgt zwischen 3 und 15 Minuten. Das heißt, man bearbeitet diese Microlearning-Einheit meistens so zwischendurch auf dem Weg in die Arbeit oder nach Hause. Und es gibt auch immer ein ganz bestimmtes Lernziel bei einem Microlearning-Angebot. Ja, das soweit unser Verständnis von diesen Online-Wissenshäppchen bzw. Microlearning. Wenn Sie sich dafür näher interessieren oder mehr Informationen dazu möchten, dann kann ich Ihnen einen Leitfaden zum Microlearning weitergeben. Meine Kollegin Martina Linsberger wird dazu bzw. hat sie schon den Link dazu in den Chat gepostet mit ganz viel Informationen zum Thema Microlearning. Ja, bevor wir jetzt einsteigen in die Präsentationen, möchten wir Sie noch einmal näher kennenlernen und wir haben dazu eine kurze Umfrage vorbereitet und ich übergebe dafür wieder an Birgit Aschemann. Ja, danke Beatrice für diese zackige, knackige Einführung. Ja, also wir haben schon gehört, es geht wirklich um knackige Häppchen heute und dem entspricht ja auch unsere Präsentationsform, dass wir sozusagen in drei knackigen Häppchen dann vorstellen, was diese Tools können. Aber wie gesagt, davor noch die Frage in die Runde, wer ist denn überhaupt da bei uns? Ja, und bei so einer großen Gruppe schaffen wir das nur als Umfrage und haben dafür eben zwei Fragestellungen vorbereitet. Und ich bitte unseren Chat-Support, Martina, bitte im Hintergrund schon einmal die erste Frage freizuschalten. Ihr Zugang zum Thema, ja. Bieten Sie derzeit schon kleine Wissenshäppchen an? Wie schaut denn das aus, ja? Verwenden Sie schon solche Micro-Learning-Einheiten, vielleicht auf der Website, auf Ihrem Learn-Management-System, vielleicht auch als Ergänzung zum Online-Angeboten oder zu Präsenzangeboten, ja? Oder als eigenständige Bildungsangebote vielleicht? Oder auch in ganz anderer Form. Und da sehe ich schon im Chat, ja, in ganz anderer Form, nämlich Online-Quiz, Kahoot kann man auch so als solches betrachten, genau. Genau. Aber viele sagen, nein, das verwende ich noch nicht. Gell? Viele sagen, das verwende ich noch nicht. Es haben jetzt 84% teilgenommen. Das heißt, man könnte wirklich das Ergebnis jetzt sichtbar schalten, das Ergebnis dieser Umfrage, sodass Sie das auch alles sehen können. Vielen Dank dafür. Wir haben über 50%, die sagen, na, eigentlich arbeite ich noch nicht mit solchen kleinen Wissenshäppchen, aber doch auch über 30%, die sagen, doch, ja, als Ergänzung zu Präsenzangeboten mache ich das. Und fast 20%, die sagen, ja, in meinem Lernmanagementsystem natürlich. Und auch fast 20%, ja, als Ergänzung zu Online-Angeboten. Also das heißt, sie haben da durchaus schon viel Erfahrung und weitere Vorschläge sind eben im Chat gekommen, im Moodle zum Online-Unterricht und eben die Learning-Apps, die sowieso schon verwendet werden. Genau, die sind da recht beliebt, das haben gleich drei Personen gesagt. Ja, wunderbar. Ja, dann freuen wir uns schon auf die Diskussion dazu, die nämlich noch einmal bestätigen wird, dass es da auch schon viel Erfahrung gibt dazu und werden uns das dann gemeinsam noch anschauen. Und ich weiß nicht, was im Hintergrund, ob es irgendein weiteres Thema gegeben hat, ob man die zweite Umfrage jetzt noch auch freischalten könnte, ob es die Möglichkeit gibt, jetzt noch einmal kurz zu schauen, aus welchem Arbeitsbereich Sie kommen und danke, da ist sie schon. Ich bitte Sie jetzt auch noch auf die Frage zu antworten, was denn Ihr beruflicher Hintergrund ist, ob Sie aus dem Bildungsmanagement kommen, aus der Kursleitung in einer EB-Einrichtung, selbstständig. Schauen wir mal, ob es heute wieder so ist. Vorläufig sehe ich, dass jetzt über 70% schon teilgenommen haben. Natürlich gibt es auch Einzelne, die aus dem Bibliothekswesen, aus der betrieblichen Weiterbildung oder aus anderen Bereichen kommen. Aber es dürfte so ähnlich ausgehen wie sonst. Und ich bitte um die Freischaltung der Ergebnisse, sodass alle sie sehen können. Und das sollte jetzt der Fall sein, dass Sie jetzt die Ergebnisse sehen und wir merken, dass man ja tatsächlich, es ist so wie so oft, ein bisschen mehr als ein Drittel Bildungsmanagement und insgesamt
über, also insgesamt fast 44% entweder selbstständig in Erwachsenenbildung oder kursleitend in der Erwachsenenbildung und dann eben noch begleitende, angrenzende Berufsfelder, die im Chat sich dazu geoutet haben. Okay, aber es ist immer wieder gut als Bestätigung zu sehen, dass wir ungefähr auf die Gruppe treffen, für die wir die Inhalte vorbereitet haben. Und ich danke herzlich dafür und leite dann schon über zum Inhalt. Wie gesagt, es wird heute ein bisschen knackig. Es wird jetzt einfach also zum Zuhören einmal. Und wir starten mit unserem allerersten Tool zum Erstellen von kleinen Online Lernhäppchen und das sind die Lernpfade, die uns Beatrice Kogler gleich jetzt vorstellen wird. Ja, genau. Danke, Birgit, für die Überleitung. Ich darf Ihnen eben jetzt das erste Online-Tool vorstellen, das wir uns ausgesucht haben, um Online-Wissenshäppchen digital zu erstellen. Wie gesagt, gibt es nach dem Präsentationsteil 5 Minuten Zeit, um Ihre Fragen zu beantworten. Wenn Sie zwischendurch schon Fragen haben, dann bitte stellen Sie diese gerne im Chat, dann können wir die dann danach gleich aufgreifen. Ja, lernpfad.ch ist, wie der Name schon vermuten lässt, ein Schweizer Tool, ein Schweizer Online-Tool, das von zwei Firmen betrieben wird, Lernnetz AG und Orbit 7 AG. Dadurch, dass es ein Schweizer Tool ist, steht es auch auf Deutsch und auf Französisch zur Verfügung, beides Landessprachen der Schweiz. Und lernpfad.ch bezeichnet sich selbst als Micro-Publishing-Plattform, also als Plattform, wo man eben Selbstlernangebote in Form eines Lernpfades erstellen und publizieren kann. Natürlich führt das gleich zur Frage nach, was ist denn jetzt ein Lernpfad? Ein Lernpfad ist ein spezifisches Bildungsangebot, das eine besondere Form aufweist. Es ist einmal sehr strukturiert, weil es eben aus mehreren Lernschritten besteht. Die Teilnehmenden bearbeiten diese vorgegebenen Lernschritte in einer bestimmten Reihenfolge. Das heißt, es ist kein modulares Angebot, wo die Teilnehmenden sich Inhalte selbst aussuchen oder Kapitel, sondern es läuft wirklich chronologisch ab und die Lernenden erreichen somit dann am Ende ein vorab definiertes Lernziel. Das heißt, zu Beginn der Erstellung des Lernpfades steht immer dieses Definieren des Lernziels. Ein Lernschritt selbst kann aus verschiedenen Ressourcen bestehen. Das können Unterlagen sein, Dokumente, Lern- oder Erklärvideos, auch Arbeitsaufträge, andere Medien. Also man kann hier wirklich sehr viele auch externe Ressourcen miteinander verbinden und einen didaktisch sinnvollen Lernschritt erstellen. Das ist das einzig Wichtige dabei, eben diese Ressourcen sinnvoll miteinander zu verbinden und hier auch ein didaktisches Konzept im Hintergrund zu haben. Ebenso wie wir das vorhin gesagt haben beim Wissenshäppchen, dass es sich hier doch um eine didaktisch sinnvolle Einheit handelt. Wenn Sie mehr Informationen zum Thema Lernpfad gestalten bzw. in Ihrer Lehre einsetzen haben möchten, dann gibt es dazu eine sehr gute Unterlage vom Hessischen Bildungsserver und meine Kollegin wird Ihnen den Link dazu jetzt gleich in den Chat stellen. Vielen Dank dafür. Ja, wie sieht denn jetzt so ein Lernpfad aus, vor allem wenn er digital angelegt wird? Das sehen wir uns am besten gleich im Tool auf lernpfad.ch direkt an und ich kann Ihnen dann auch gleich zeigen, wie das Tool zu bedienen ist. Ich stoppe dafür kurz meine Bildschirmfreigabe bzw. wechsle eben hier die Freigabe dazu. Genau. Sie sollten jetzt eben mein Dashboard sehen auf lernpfad.ch, also das Dashboard, die Startseite quasi. Und um hierher zu kommen, muss ich mich natürlich zuerst registrieren bei lernpfad.ch. Allerdings ist das sehr unkompliziert, weil man eigentlich nur einen Nutzernamen braucht und ein Passwort. Man muss gar nicht zwingenderweise eine E-Mail-Adresse hinterlegen, wenn man das nicht möchte. Auf meinem Dashboard sehe ich jetzt die Lernpfade, die ich bereits erstellt habe und auch Lernpfade, die ich als Teilnehmende bearbeite, also wo ich quasi als Lernende mit dabei bin. Das ist ganz wichtig zu wissen bei Lernpfad, dass es keine Rollen in diesem Sinne gibt. Also keine Rollenunterscheidung zwischen Kurserstellerinnen
und Teilnehmenden, sondern jeder, der hier angemeldet ist und registriert ist, kann sowohl als auch, wenn Sie dann zum Beispiel Lernpfade für Ihre Lernenden freigeben und sich die Lernenden dann hier registrieren können, auch diese selbst Lernpfade erstellen. Das heißt, das ist ein Tool, mit dem man auch wirklich seine Teilnehmenden arbeiten lassen kann. Ja, Lernpfad stellt dann ganz automatisch einen Beispiel-Lernpfad zur Verfügung, der quasi die Arbeit mit Lernpfad erklärt. Und man sieht ja auch schon sehr schön, wie so ein Lernpfad aussieht, wenn man selbst einen erstellt. Es gibt einmal einen Titel, dazu ein Titelbild und gleich ganz oben werden diese Lernziele ausgewiesen. Wir erinnern uns, das ist eben quasi der Ausgangspunkt bei der Erstellung von Lernpfaden, die Lernziele und Kompetenzen zu benennen, die die Lernenden dann am Ende auch beherrschen und können sollen. Das Herzstück sind dann diese Lernschritte, die sind hier akkordeonartig angeordnet und mit Klick auf den Pfeil kann man hier die einzelnen Lernschritte ausklappen, ansehen und dann auch bearbeiten. Für die Lernenden sind immer alle Lernschritte sichtbar, das heißt, es gibt hier keine Voraussetzungen, die man einstellen kann, dass ein Schritt erst zu einem bestimmten Zeitpunkt sichtbar wird. Und ein Lernschritt besteht dann auch wieder immer aus einem Titel, aus einem Input. Das kann Erklärtext sein, den man selbst eingibt. Das können Links sein, Verweise auf externe Ressourcen. Und man kann hier auch Dateien hochladen mit einer maximalen Größe von 100 MB pro Lernschritt. Zum Textformatieren muss man auf Markdowns zurückgreifen. Das wird auch noch ein Thema sein bei unserer zweiten Präsentation, bei unserem zweiten Tool gleich anschließend. Man erhält hier aber eine Hilfe dazu, wie das Ganze funktioniert. Und auch im Hilfebereich von Lernpfad findet man sehr viele nützliche Anleitungsvideos für die Arbeit mit Lernpfad. Genau. Ich könnte jetzt, wenn ich meinen eigenen Lernpfad erstellen will, einfach diese Vorlage hier überschreiben. Also einfach mit Klick auf den Text, in den Text, kann man hier dann selbst Inhalte einfügen. Oder wenn ich sage, mir ist das alles zu bunt hier, mich lenkt das zu sehr ab, dieser ganze Inhalt, der hier schon da ist, kann ich natürlich auch von null weg beginnen. Ich gehe nochmal zurück auf mein Dashboard hier. Und hier kann ich eben auch sagen, ich möchte einen neuen Lernpfad erstellen und es wird mir dann ein leeres Template bereitgestellt mit drei Lernschritten, die hier schon angelegt sind. Mit Klick auf das Plus kann ich ganz einfach neue hinzufügen. Jeder Lernschritt lässt sich auch löschen oder ich kann auch die Lernschritte verschieben, wenn ich möchte. Man wird hier sehr gut durchgeführt. Man sieht hier immer schriftliche Anweisungen, was zu tun ist, um den Lernpfad zu erstellen. Und wie gesagt, hat man ja auch den Beispiel-Lernpfad mit der genauen Anleitung dazu. Alles wird immer automatisch mitgespeichert. Ich kann ja natürlich auch noch einmal manuell sagen, ich möchte meine Änderungen speichern. Ich gehe nochmal zurück zum Beispiel-Lernpfad, der schon automatisch eben im System angelegt ist und wechsle hier mal in die Vorschau. Die Vorschau zeigt mir die Sicht der Teilnehmenden, also meiner Lernenden, wenn ich ihnen den Lernpfad dann einmal zur Verfügung stelle. Und man sieht, es hat sich hier schon einiges verändert. Zum einen hat jetzt jeder Lernschritt hier ein kleines Kästchen zum Anhaken. Das ist dazu gedacht, dass die Lernenden hier eben jeden Lernschritt, den sie fertig bearbeitet haben, manuell abhaken und man kann dann auch den Lernfortschritt der einzelnen Teilnehmenden so mitverfolgen. Hier können die Teilnehmenden dann auch immer über Emoticons eine Selbsteinschätzung hinterlassen. Der Tooltip-Text zeigt, was damit gemeint ist, ob man hier den Lernschritt sehr gemocht hat, ob man das gut verstanden hat, ob man mehr Zeit gebraucht hätte oder ob man sich jetzt noch nicht so gut fühlt mit den Inhalten. Bei jedem Lernschritt gibt es auch hier ein Textfeld, wo die Lernenden eine Antwort eingeben können. Also wenn hier eine Frage gestellt wird im Lernschritt, dann kann die direkt beantwortet werden oder man kann ja natürlich auch
einen Kommentar hinterlassen. Diese Reaktionen und Antworten, die sehe ich dann als Kurserstellerin, als Kursersteller. So, jetzt ist meine Bildschirmfreigabe unterbrochen worden. Bitte um Entschuldigung. Ich werde sie gleich wieder hier herholen. So, jetzt sollte es wieder sichtbar sein. Perfekt. Genau, ich wollte nämlich nur gerade hier umschalten und das ist hier ganz neben dem Stoppen der Bildschirmfreigabe gewesen, die Vorschau hier umzuschalten wieder. Und jetzt bin ich wieder in der Kurserstellerinnenansicht und sehe hier eben drei farbliche Symbole. Hier kann ich eben nachverfolgen, wie viele Personen schon diesen Lernschritt bearbeitet haben. Und unter dem orangen Symbol würde ich diese Antworten und Reaktionen einsehen können von meinen Lernenden. Die kann ich dann auch wieder mit Antworten versehen. Das heißt, es ist eine Kommunikation zwischen Lernenden und Lehrenden möglich hier auf lernpfad.ch. Ja, damit das überhaupt mal funktioniert, damit Lernende in meinen Lernpfad kommen, muss ich ihnen natürlich diesen zur Verfügung stellen. Das kann ich hier über Teilen machen und mit dem Klick über Einladen wird einfach ein spezifischer Link generiert für diesen Lernpfad und ich kann den wie gewohnt einfach per E-Mail mit meiner Gruppe teilen oder auch über eine Chat-Applikation, einen Messenger oder andere Kommunikationsmittel. Ich kann auch jeden Lernpfad kopieren, das heißt, wenn ich mit mehreren Gruppen arbeite, beziehungsweise immer nur spezifische Teilnehmende in einem Lernpfad haben möchte, kann ich eben mehrere Kopien davon erstellen und dann jeder Gruppe den entsprechenden Link zusenden. Was ich auch noch machen kann, ist, meinen Lernpfad zu veröffentlichen, das heißt, ihn eben anderen auch zur Verfügung zu stellen. Einerseits kann ich ihn auf meinem Profil sichtbar schalten, dann können alle, die eben mein Profil kennen, diesen hier aufrufen und auch selbst weiterverwenden. Oder ich kann ihn gleich in die Bibliothek von lernpfad.ch stellen. Dann ist er wirklich für alle Nutzerinnen und Nutzer zugänglich und auch nutzbar. Wir schauen gleich mal in die Bibliothek. Und da sieht man jetzt eben alle Lernpfade, die jetzt von anderen Nutzerinnen und Nutzern erstellt wurden und freigegeben wurden. Ich kann mich hier eben schon mal umsehen, ob es einen Lernpfad geben würde, der auch für meine Lehre passend wäre und kann den ganz einfach einmal ansehen und schauen, ob das denn für mich passen würde, für meinen Kurs. Und wenn das so ist, kann ich den Lernpfad einfach kopieren. Ich muss das noch bestätigen. Und er würde dann eben in meinem Dashboard aufscheinen und ich kann ihn dann weiter bearbeiten und verändern, je nachdem, wie ich das möchte. Genau. Das war eben ein kurzer Ausflug in das Backend quasi von lernpfad.ch und ich gehe wieder zurück zu meiner Präsentation, wo ich dann eben noch kurz die Vor- und Nachteile gegenüberstellen möchte. Ein großer Vorteil ist natürlich, dass es ein kostenloses Tool ist, aber dennoch sehr viel zu bieten hat. Es ist relativ einfach und intuitiv zu bedienen. Wir haben gesehen, beim Template gibt es immer Anleitungen, wie das auszufüllen ist, wie die Erstellung funktioniert und auch Hilfestellungen sind gegeben. Ich kann Vorlagen aus der Bibliothek verwenden, das habe ich Ihnen gerade vorhin gezeigt. Und ich kann bei lernpfad.ch nicht nur Wissenshäppchen im engeren Sinne erstellen, sondern auch umfangreichere Lernangebote, wenn ich das möchte. Also ich habe hier eben einen großen Spielraum bzw. keine Beschränkungen, was die Anzahl der Lernschritte betrifft. Ich kann sehr einfach externe Ressourcen einbinden über Verlinkungen. Das heißt, auch wenn ich bei anderen Tools vielleicht Quizzes erstellt habe oder andere Aktivitäten, kann ich die hier einfach verlinken und sinnvoll mit anderen Ressourcen verknüpfen. Und natürlich ist diese Interaktionsmöglichkeit hervorzuheben zwischen den Lernenden und dem Lehrenden. Ich kann auch verfolgen, wie weit die Teilnehmenden bei der Bearbeitung schon sind
Und somit stellt das Tool doch eine gewisse Alternative zu Lernplattformen dar, wenn ich keine zur Verfügung habe. Ich kann ihm auch Ressourcen, Dateien hochladen, zur Verfügung stellen, Aufgabenstellungen einstellen und so weiter. Nachteile sind allerdings, dass es sich noch immer um die Beta-Version handelt. Das heißt, das Tool ist noch immer in der Entwicklungsphase. Es gibt auch laufend Verbesserungen. Also allein in den letzten Wochen hat sich da schon einiges getan. Also das ist wirklich noch sehr stark in der Entwicklung. Die Gestaltung ist allerdings etwas eingeschränkt. Also ein Lernpad wird immer gleich aussehen. Ich kann keine Farben ändern oder die Schriftart. Die Formatierung muss, wie gesagt, über Markdown erfolgen. Es gibt keinen Texteditor, noch zumindest. Daran muss man sich einfach gewöhnen. Die Einbettung von WLAN ist noch nicht sehr schön gelungen, was die Gestaltung betrifft. Das sind einfach nur kleine Vorschaubilder dann am Ende des Lernschritts, die man sieht. Und es gibt keine Interaktionsmöglichkeit unter den Lernenden. Da müsste man aber einfach einen anderen Kommunikationskanal hinzufügen, zum Beispiel Social Media oder eine Chat-Applikation, einen Messenger oder so Ähnliches. Ja, das sind jetzt aus unserer Sicht die Vor- und Nachteile dieses Tools. Sie haben vielleicht noch andere Dinge erkannt, die positiv oder negativ sein können in Bezug auf lernfahrt.ch. Und ja, wir können dann auch gerne in die Diskussion dazu gehen. Für den Moment sage ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Und wie gesagt, haben wir jetzt 5 Minuten Zeit, um Ihre ersten Fragen zu lernfahrt.ch zu beantworten. Und wir haben auch einen Beitrag zum Tool schon veröffentlicht auf erwachsenenbildung.at, wo es noch weitere Informationen zur Arbeit mit dem Tool gibt. Und der Link dazu steht auch schon bereits im Chat. Gut, dann würde ich sagen, wir werfen einen Blick in den Chat, falls es da schon Fragen dazu gibt. Und ich sehe, da hat sich einiges getan. Ich sehe zum Beispiel die Frage, ob die Ansicht dann adaptiv ist von Martin Rutkowski. Bezieht sich das auf das Layout des Lernpfades? Darf ich da kurz nachfragen? Ja, das bezieht sich darauf, dass man, wenn man das Tool mit unterschiedlichen Kanälen teilen kann, dass man es auf dem Handy genauso gut gucken kann wie auf dem Tablet als auch auf dem PC. Mhm. Ja, es ist prinzipiell responsiv, ja, es ist responsives Design. Natürlich, wenn jetzt der Lernschritt sehr umfangreich ist, wird das am Handy natürlich dann auch umso länger sein. Also das muss man bei der Erstellung wahrscheinlich schon bedenken, ja, ob jetzt die Gruppe, mit der man arbeitet, mehr am Smartphone arbeitet oder ob alle einen Computer zur Verfügung haben. Mhm, ja, danke. Bitte gerne. Ist die Anzahl der Lernschritte begrenzt? Also ich habe das probiert, also es gibt keine offizielle Anzahl, also keine Information dazu, dass es wirklich eine Begrenzung gibt. Ich habe auch versucht, sehr, sehr viele Lernschritte einzufügen und also es ist wirklich anscheinend unbegrenzt. Also Lernschritte bis zu 30, 40 sind auf jeden Fall möglich, was ich jetzt aus eigener Erfahrung berichten kann. Frau Lackner hat diese Frage gestellt. Dann sehe ich die Frage, ob man den Lernpfad von anderen verändern kann, wie beim Beispiel Musik erwähnt wurde. Genau, ja. Also wenn man einen Lernpfad in die Bibliothek freigibt, dann stimmt man dem auch zu. Also das muss man sich auch selbst sehr gut überlegen, wenn man selbst einen Lernpfad dann freigibt, ob man das möchte. Am besten auch mit einer entsprechenden Lizenz ausweisen. Und es ist eben so gedacht, dass man dann wirklich diese Lernpfade aus der Bibliothek kopieren kann und beliebig weiter bearbeiten und verändern kann und personalisieren quasi. Das war die Frage von Karin Kohlweg an dieser Stelle. Gut. Ja, Datenschutzthema. Es ist so, dass Lernpfad auf jeden Fall die DSGVO erfüllt, also prinzipiell erfüllt es die Schweizer Datenschutzrichtlinie, die aber konform ist mit der DSGVO. Datenschutz wird prinzipiell sehr hoch gehalten. Ich habe es eingangs erwähnt, man muss gar keine E-Mail-Adresse zum Beispiel hinterlegen und die Server, die genutzt werden, befinden sich in der EU, genauer gesagt in Irland.
Wir haben noch ein bisschen Zeit und dann gehe ich gleich zur nächsten Frage weiter, ob sich alle Teilnehmenden anmelden müssen, um die Lernpfade zu benutzen. Ja, genau. Also es muss sich dann noch jeder anmelden und registrieren. Und wie gesagt, hat dann auch jeder, der sich registriert hat, die Möglichkeit, selbst Lernpfade zu erstellen, weil es eben diese Rollenunterscheidung nicht gibt. Okay, was haben wir dann noch? Technische Barrierefreiheit, ja, das spielt eine sehr wichtige Rolle, absolut. Es gab hier diesbezüglich schon Nachbesserungen bei lernpfad.ch. Also anfangs war es zum Beispiel nicht möglich, Text mit Links zu hinterlegen. Man konnte nur den Link, wie er war, einstellen. Das hat es schon, also diese Verbesserung hat es eben jetzt schon gegeben. Und ja, also unser Eindruck ist, dass es eben hier auch laufend Nachbesserungen diesbezüglich gibt. Wie lange es das Tool schon gibt, weiß ich jetzt nicht. Vielleicht können meine Kolleginnen mir da weiterhelfen. Wir haben es circa vor einem halben Jahr, glaube ich, entdeckt für uns. Also ja, es ist noch sehr jung, wie gesagt, eben auch noch in der Beta-Phase, in der Entwicklungsphase. Also auf jeden Fall ein Kind der 2020er Jahre, würde ich sagen. Ein ähnliches, einfaches Tool auf Englisch kenne ich jetzt leider auch nicht. Das war noch eine Frage im Chat. Wie gesagt, es wäre eben auf Französisch auch nutzbar. Das kann man einfach in den Spracheinstellungen ändern. Auf Englisch. Vielleicht könnten da dann die Kolleginnen und Kollegen weiterhelfen, die Englisch unterrichten. Können wir dann noch mitnehmen in die Anschlussdiskussion. Lernpfade lassen sich natürlich einbetten auf Moodle, also man kann diesen Link nicht nur versenden per E-Mail, sondern eben auch beliebig in Lernmanagementsysteme integrieren. Genau, soweit dazu. Die Einbettung von Medien versteht eine Teilnehmerin gerade nicht. Damit meine ich einfach, wenn man zum Beispiel Bilder hochlädt oder ein Video aus YouTube zu verwenden möchte, dann kann ich eben hier nur den Link eingeben. Man erhält eben nicht jetzt ein Fenster, wo man das Video direkt ansehen kann auf lernpfad.ch. Ja, es sind noch sehr, sehr viele Fragen im Chat. Ah ja, und bestimmt gibt es das Tool schon 2 Jahre, ist eine Information auch noch, die im Chat gekommen ist. Ja, nachdem die 5 Minuten für die Fragen schon um sind quasi, würde ich diese Fragen, die jetzt noch im Chat verbleiben, einfach ans Ende mitnehmen in die abschließende Diskussion bzw. Fragerunde und übergebe dann auch schon weiter an Karin, die das nächste spannende Tool vorstellen wird. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, liebe Beatrice. Und bevor ich jetzt gleich ins nächste Tool weiterhüpfe, frage ich einmal, wie es mit der Aufmerksamkeit aussieht. Geht's noch bei Ihnen allen? Ich sehe ein paar Daumen nach oben. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Wir rauschen da heute wirklich durch in einem relativ hohen Tempo, weil wir natürlich auch viel vorhaben und 3 verschiedene Tools vorstellen möchten. Genau, im Chat kriege ich jetzt auch ein paar Meldungen. Alles gut. Super. Dann vielen Dank für diese kurze, für dieses Stimmungsbild. Dann würde ich auch gleich weitergehen zum nächsten Tool. Und ich frage jetzt da gleich einmal, weil meine Ansicht hier heute etwas komisch ist, ob man denn meine Folie gut sehen kann. Ja, sehr gut. Ja. Hervorragend. Ja, gut. Also es geht jetzt eben im nächsten kurzen Input um Markdown-Editoren, also HackMD habe ich da als Beispiel ausgewählt, beziehungsweise auch Hatchdoc, das gehört zusammen. Das sind eben relativ spannende Tools mit verschiedenen Einsatzmöglichkeiten.
Ich kann da zum Beispiel, so wie das jetzt auch da hier auf dieser Folie dargestellt ist, in wenigen Schritten eine einfache Website erstellen zu meinem Kurs, zum Beispiel zu einer Online-Einheit, auf der ich Ressourcen zu einem Workshop zur Verfügung stelle. Genau, Markdown-Editor, da stellt sich vielleicht die Frage, die Beatrice hat es jetzt vorher zwar schon kurz angesprochen, aber was ist eigentlich Markdown? Markdown ist eben eine Formatierungssprache. Man sieht es da auf dieser Folie, habe ich schon eingeblendet, wie das dann eben aussieht. Und es ist eben dann so, dass der Text bei Markdown eben mit verschiedenen Symbolen auf einfache Art und Weise formatiert wird, mit einfachen Befehlen. Das ist eben, hat den Vorteil, dass es kompatibel ist, dass es in zahlreiche andere Formate umgewandelt werden kann. Ich kann das zum Beispiel in HTML, PDF oder PPTX umwandeln. Ich kann auch in Moodle zum Beispiel mit Markdown arbeiten. Und im Vergleich zu echten Programmiersprachen ist es aber relativ einfach, weil es eben auf diesen Symbolen basiert. Genau. Was ich jetzt auf dieser Folie auch noch drauf habe, ist ein kleines Tutorial. Das ist auf Englisch, ist aber ganz spannend, weil man recht in einfachen Schritten durchgeführt wird. Und ich glaube, meine Kollegin stellt das jetzt sicher gerade auch in den Chat, diesen Link zu diesem Tutorial. Da lernt man eben die grundlegenden Befehle in Markdown kennen. Ja, was ist HackMD oder HackDoc? Ich habe da jetzt auf der rechten Seite auch wieder ein Bild drauf, wie eine solche Seite aussehen kann. Wir werden dann auch gleich direkt ins Tool springen und dann auch uns ansehen, wie so eine Website entstehen kann. Ja, es ist eben ein Markdown-basiertes Hackpad. Viele von Ihnen kennen vielleicht so Etherpads, also so Pads, wo man gemeinsam dran arbeiten kann. Da gibt es diese Bezeichnung, ein Etherpad in schön sozusagen, weil es auch wirklich nach was aussieht, also nach einer schönen Website sozusagen, und der ist aber relativ einfach. Ja, es gibt zwei Varianten, deswegen habe ich das jetzt eben auch mit HackMD und HackDoc beschrieben. Es gibt einerseits die Open-Source-Variante. HackDoc hat früher CodeMD geheißen, vielleicht kennt das ja auch schon jemand. Und dann gibt es die kommerzielle Variante HackMD. Genau, es gibt eben ein paar verschiedene Nutzungsmöglichkeiten. Man kann zum Beispiel HackDoc auf einem eigenen Server hosten, ist etwas komplexer, also ist dann vorteilhaft, wenn man eine größere Organisation hat, beziehungsweise die Unterstützung einer Technikerin oder eines Technikers hat. Wenn man das jetzt nur für wenige Bildungsveranstaltungen einsetzen möchte oder selbst verwenden, gibt es auch die Möglichkeit, dass man sich auf HackMD anmeldet. Da gibt es eine kostenlose Basisversion und eine kostenpflichtige Premium-Version. Und darüber hinaus gibt es auch noch ein paar offen verfügbare Versionen im Internet, zum Beispiel einen Demo-Server von HackDoc beziehungsweise eine offene Installation der Open Knowledge Foundation. Genau. Und wie das Ganze zu bedienen ist, das würde ich vorschlagen, dass wir uns das jetzt auch gleich live im Tool ansehen. Und dazu ziehe ich jetzt da noch ein extra Fenster hinein. Genau, und lege mir da nur meinen Chat und alles noch ein bisschen auf die Seite, damit ich da alles, was ich da vorbereitet habe, was ich Ihnen gern zeigen möchte, da auch gut auf der Seite habe. Genau, ja, also Sie sehen hier jetzt in meinem Browser vermutlich schon die Seite von HackDoc. Ich hoffe, das ist alles auch wieder gut zu sehen. Genau, also HackDoc ist eben diese offene Variante. Da gibt es eben die Möglichkeit, dass man auf demo.hackdoc.org geht und eine neue Gastnotiz hinzufügt. Geht ganz einfach ohne Anmeldung. Für jetzt verwende ich aber da einen Account, den ich mir schon angelegt habe in HackMD. Das ist eben jetzt die kostenlose Variante. Da meldet man sich einfach an auf hackmd.io und ich sehe da schon eine Übersicht, wo meine bisher angelegten Nodes sozusagen sind. Also diese Hackpads heißen dann eben Nodes und sehen eben dann so aus. Und um da jetzt eine neue
ein neues Hackpad, eine neue Note hinzuzufügen, klicke ich da jetzt einfach auf New Note. Und es öffnet sich dann gleich im neuen Fenster. Und ich habe dann eben so eine geteilte Ansicht. Das ist ganz praktisch beim Erstellen, weil ich dann auf der einen Seite sehe, wie ich es eben in Markdown eingebe und auf der anderen Seite werde ich dann gleich sehen, wie es dann auf der Website aussieht, also wie es dann für meine Teilnehmerinnen aussieht. Genau. Ja, ich könnte das da oben auch gleich umschalten, aber fürs Erstellen ist eigentlich ganz praktisch, diese Ansicht dazu haben, weil man dann eben beides nebeneinander angezeigt bekommt. Gut, um jetzt da zu beginnen, gebe ich dann einfach einmal einen Text ein. Genau. Und nenne das zum Beispiel Demo-Website. Und ich sehe jetzt auf der rechten Seite, dass das einfach als unformatierter Text ausgegeben wird. Und um das Ganze jetzt zu formatieren, markiere ich das jetzt einfach und sehe dann eben, also hier oben habe ich jetzt das Heading sozusagen, das kann ich auswählen und dann kommt so ein Hashtag praktisch davor und das wird dann als Überschrift angezeigt. Keine Angst, falls Sie jetzt sich denken, Sie müssen da jetzt irgendwie programmieren oder so, es gibt eben diese Zeile, die eigentlich wirklich gut hilft, um da Text einzugeben. Genau. Ja, man kann da jetzt, also ich habe mir jetzt im Hintergrund schon vorbereitet, was ich da jetzt reinschreiben werde. Da könnte man jetzt einfach Text eingeben. Also zum Beispiel in dem Fall möchte ich gern mit einer Begrüßung starten meiner Teilnehmerinnen. Und das ist einfach ganz normaler Text, der dann wirklich als Text ausgegeben wird. Genau. Ja, dann möchte ich da jetzt vielleicht einmal unterbrechen. Diese drei Bindestriche werden dann eben als Linie ausgegeben. Dann könnte ich jetzt wieder weitermachen. Und ich kann eben entweder diese Überschrift hier oben auswählen oder ich nehme einfach meine Tastatur und gebe jetzt hier, dann schlägt mir HackMD jetzt eh schon vor, was da jetzt auszuwählen ist. H2 ist eben die zweite Überschriftsebene. Und gebe da jetzt zum Beispiel Ablauf 16.02.2022 ein. Das wäre jetzt eben das, was ich als nächstes machen möchte. Und möchte jetzt zum Beispiel so eine Liste machen mit 1., 2., 3., 4., 5. Und auch da hätte ich jetzt Möglichkeiten, das jetzt einzugeben. Genau, auch da habe ich mir schon vorher Möglichkeiten zurechtgelegt, damit ich das nicht alles jetzt abtippen muss. Und Sie sehen schon, das wird dann wirklich als nummerierte Liste auf der rechten Seite ausgegeben. Genau. Ja, was könnten wir jetzt noch machen? Nett wäre es doch, wenn wir jetzt auch noch ein Bild hinzufügen würden. Ich habe mir da jetzt im Hintergrund schon eine Grafik hergerichtet, unser Digitalk-Logo von heute. Und hätte das jetzt, also kopieren wir jetzt eben da diesen Link. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Bilder einzufügen. Also entweder ich könnte es auch hier hochladen oder ich mache es jetzt eben so mit diesem Befehl wieder. Um ein Bild einzufügen, starte ich immer mit einem Rufzeichen. Schlägt mir Markdown dann auch schon wieder vor, zum Beispiel das hier, dass ich das jetzt von einer externen Adresse einbette. Und sobald ich eben das hier eingebe, wird dann auch wirklich dieses Logo hier angezeigt. Genau, ich kann da jetzt noch einen Alternativtext eingeben. Und nachdem das Logo jetzt relativ groß ist, könnte ich das jetzt mit einem anderen Befehl dann auch noch auf eine andere Größe zuschneiden, indem ich da jetzt ist gleich und dann eine kleinere Pixelanzahl eingebe. Genau. Ja, damit hätten wir jetzt auch den Ablauf schon. Dann möchte ich jetzt vielleicht noch ein YouTube-Tutorial einbinden. Da habe ich mir im Hintergrund auch schon ein Tutorial zu HackMD hergerichtet von Nele Hirsch, die da wirklich genau eben erklärt, wie das alles funktioniert. Und was hier relevant ist, ist hier am Schluss dieser Code hier hinten.
Und das muss ich mir jetzt dann mal zwischenspeichern. Da braucht es natürlich dann auch noch einen Befehl dafür. Und dieser Befehl funktioniert in diesem Fall mit so geschwungenen Klammern, wo man einfach diesen Code dann hineinkopiert. Und sobald ich das dann mache, das habe ich jetzt ein bisschen auf der falschen, an der falschen Stelle eingefügt, aber sobald ich das dann an der richtigen Stelle einfüge, wird wirklich dieses gesamte YouTube-Video dann auf der Website angezeigt. Da können wir jetzt natürlich auch wieder eine Überschrift dazu machen mit einem Abstand. Genau, und dann haben wir da auch schon hineinkopiert, was ich da als Einleitungstext vielleicht noch dazu schreiben möchte, kann dann eben auch da unten noch die Videolizenz hinzufügen und habe das dann in einer ansprechenden Form wirklich auf meiner Website. Gut, was möchte ich noch? Einen Link, einen externen möchte ich vielleicht noch hinzufügen. Und zwar ein paar weitere Ressourcen zum Thema Markdown. Genau. Und zwar nutze ich jetzt da diese Liste. Also es ist wieder ähnlich wie oben die nummerierte Liste, nur dass es jetzt Aufzählungspunkte sind. Und habe mir da schon ein Tutorial der Universität Hamburg vorbereitet. Das liegt jetzt eben unter diesem Link. Kopiere mir das jetzt wieder und markiere mir das Ganze dann. Wähle das Link-Symbol und kann dann hier einfach wieder den Link eingeben. Und Sie sehen dann auf der rechten Seite erscheint dann wirklich ein klickbarer Link, den meine Teilnehmerinnen ganz einfach anwählen können. Genau, jetzt habe ich im Hintergrund noch zwei weitere Links, die füge ich jetzt da auch noch einfach hinzu. Da gibt es nämlich noch eine Selbstlernressource ebenfalls von Daniela Hirsch und eine Kurzeinführung von Olaf Zelesnik, der auch noch einmal ganz gut darauf eingeht, wie man eben den Text formatiert. Das hieß damals eben noch KodiMD, ist aber das Gleiche in HackMD. Genau. Ja, jetzt habe ich meine Demo-Website einmal so weit fertig, wie ich das für heute machen möchte. Was fehlt jetzt noch? Jetzt möchte ich es noch meinen Teilnehmerinnen eben zur Verfügung stellen. Und da gibt es eben auch diesen Teilen-Link hier oben. Was ich hier machen kann, ich kann hier einen personalisierten Link vergeben. Den kann ich dann speichern. Dann ist es eben unter diesem Link verfügbar, nachdem ich es veröffentlicht habe. Also ich klicke hier wirklich auf Publish. Dann ist meine Website öffentlich. Hier kann ich noch die Rechte einstellen. Also in dem Fall möchte ich jetzt das nur als Website zur Verfügung stellen. Da kann ich auch das so einstellen, dass nur ich schreiben kann. Wenn ich das jetzt nutzen möchte, dass meine Teilnehmerinnen da auch schreiben können sollen, dann kann ich das auf alle einstellen. Beziehungsweise ich hätte hier sogar Möglichkeiten, dass ich Teilnehmerinnen einlade. Allerdings geht es in der Basisversion nur bis zu maximal 3 Personen. Genau. Ja, das habe ich jetzt eben, es ist jetzt eben öffentlich zugänglich. Das heißt, natürlich ist diese Seite, die wir da jetzt so schnell erstellt haben, auch für Sie zugänglich. Meine Kollegin wird dann auch gleich den Link posten und normalerweise, wenn Sie das jetzt bei sich im Browser öffnen, sollten Sie dann diese Ansicht, also diese wirkliche Website-Ansicht bei sich auch live aufrufen können. Das heißt, ich habe jetzt wirklich so nebenbei in einer Viertelstunde eine einfache Website erstellt. Und das ist, glaube ich, wirklich ein guter, also wirklich ein Vorteil von HackMD. Eine kleine Zusatzmöglichkeit gibt es dann auch noch. Ich kann auch gleichzeitig eine Präsentation aus meiner Website generieren, indem ich hier auf Slide Mode umstelle. Das zeige ich Ihnen jetzt da kurz in der Vorschau. Und was dann da praktisch passiert, ist jedes Mal, wenn hier so ein Strich ist, dann kommt eine neue Folie. Das heißt, ich kann jetzt diese erstellte Website dann einfach als Präsentation auch gleich durchklicken. Das ist ein ganz nettes Zusatzfeature. Und genau, jetzt stelle ich da in diesem Fall noch einmal auf den View-Mode um, damit Sie dann auch wirklich auf der richtigen Seite landen. Ja, also so viel zum Thema HackMD.
Ich gebe das jetzt eben da wieder weg, um noch einmal ganz kurz zu meiner Präsentation zurückzukehren und noch kurz auf die Vor- und Nachteile sozusagen einzugehen und die Einsatzmöglichkeiten. Ja, zu den Vorteilen von HackMD gehört jetzt einmal. Wie schon gesehen, das ermöglicht eben verschiedene Medien und Ressourcen wirklich an einem Ort zu bündeln. Ich finde es super praktisch, wenn man so wie heute einen Online-Workshop hat und dann wirklich Ressourcen zur Verfügung stellen möchte. Einfache Website. Man kann wirklich what you see is what you get. Also man sieht einfach live, wie das dann entsteht. Und man kann individuell die Rechte zum Schreiben und Kommentieren vergeben. Ja, und der integrierte Präsentationsmodus ist natürlich auch ganz nett. Ja, grundlegende Markdown-Kenntnisse sind erforderlich. Es ist nicht ganz so intuitiv wie ein Etherpad. Bei HackMD ist außerdem noch zu beachten, dass es eben ein außereuropäisches Tool ist und dass die Premium-Version relativ teuer ist. Und bei CodeMD hieß es eben früher, bei Hedgehog ist es so, dass das Hosting auf dem eigenen Server halt recht komplex ist. Da hat man dann die Kontrolle über den ganzen Datenschutz, aber man muss sich eben selbst um Wartung, Sicherheit und Support kümmern. Das ist relativ aufwendig. Genau, zu den Einsatzmöglichkeiten vielleicht noch ganz kurz. Eine haben wir eben heute schon gesehen, die einfache Website für Selbstlerninhalte, also für Wissenshäppchen, kann man eben auch als Begleitung zur Live-Online-Veranstaltung einsetzen in Form eines Flipped Classroom, dass man vorher schon die Website erstellt. Teilnehmerinnen schauen sich das durch und kommen dann schon vorbereitet zur Live-Veranstaltung als Ressourcensammlung. Andere Einsatzmöglichkeit wäre als Kollaborationstool, dass man wirklich das nutzt, um gemeinsam mitzuschreiben, dass die Teilnehmerinnen eben auch mitschreiben können oder die Teilnehmenden könnten auch Gruppenarbeiten direkt in HackMD machen, inklusive Präsentation der Ergebnisse. Und vielleicht gibt es ja darüber hinaus dann noch weitere Einsatzmöglichkeiten. Sie können ja gerne mal überlegen oder vielleicht kennt ja jemand schon etwas. Da können wir dann gerne später noch darüber diskutieren. Gut, ich sage inzwischen jetzt einmal Danke fürs Zuhören und beende jetzt an dieser Stelle einmal meine Bildschirmpräsentation. Und schaue jetzt auch noch einmal ganz kurz in den Chat und sehe aber, dass da ganz viele auch wirklich zustimmen, dass da wirklich gute Möglichkeiten sind. Genau. Nele Hirsch ist immer eine Empfehlung wert, stimme ich auch absolut zu. Genau. Ja, ich würde auch hier vorschlagen, dass wir jetzt einmal weitergehen. Genau, vielleicht noch zur letzten Frage. Ich habe prinzipiell die Möglichkeit, dass ich es für alle freigebe. Dann können auch unbegrenzt viele Teilnehmenden kollaborieren. Wenn ich das aber jetzt auf nur mein Team zum Beispiel beschränken möchte, dann kann ich eben nur drei Teilnehmende einladen. Genau. Ja, und bei der kostenlosen Version, das muss man natürlich dann auch auf dem eigenen Server hosten und dann hat man mit dem Server zu tun. Ja, angesichts der Zeit, glaube ich, machen wir hier mal einen Strichpunkt. Ich schaue mir gerne den Chat noch durch und gebe aber jetzt einmal weiter an Birgit Aschemann für die Learning Snacks. Ja, und Birgit Aschemann stellt sich gerade die Frage, wie es jetzt ausschaut mit ihrer Aufnahmefähigkeit, weil jetzt haben wir schon, das war jetzt sozusagen das komplexeste Tool für heute. Ja, wir wollten ja aber eben auch für alle was dabei haben. Wir haben mit dem Einfacheren gestartet, das war jetzt was Anspruchsvolleres, ja, so als gutes Übergangstool zum ein bisschen Programmieren. Geht jetzt noch was Einfaches für Sie? Also sagen einige, ich sehe schon, ja, geht gut. Ich verspreche Ihnen, dass Sie auch gleich selber was tun können, was ausprobieren. Ja, gut, danke. Dann fühle ich mich so weit ermutigt, dass ich nochmal weitermachen kann mit einem dritten Input, ja, und stelle Ihnen jetzt tatsächlich noch, danke für die Feedbacks, das Tool Learning Snacks vor. Und da sollte, ich habe diesmal auch eine komische Anzeige, auch schon geteilt sein. Sie sollten sehen, danke Karin für das Signal dahingehend. Ja, die Learning Snacks, ja, die haben ja, das waren ja so die Namensgeber für unsere heutige Einheit. Das sind ja die Lernhäppchen, die Snacks, die sich so nennen.
Und der Clou dabei oder das Wichtigste dabei, das Interessanteste dabei ist, dass die so als simulierte Chat-Dialoge daherkommen. Ja? Bei den Learning Snacks wird immer so der Eindruck erweckt, als würde man mit einem Chatbot reden. So wirkt es sozusagen nach außen. Ja? Und man kann in diesem Chat-Format unterschiedliche Dinge tun. Ich kann in diesem Chat-Format einen Wissensinput geben. Ja? Ich kann im Chat sozusagen meinen Teilnehmerinnen Texte, Bilder, Videos zur Verfügung stellen und die müssen dann nur auf Weiterklicken. Ich kann aber natürlich auch Fragen stellen, mit Einfachauswahl oder Mehrfachauswahl. Oder ich kann Fragen stellen mit dem Lückentext oder auch mit einer Reihenfolge. Oder ich kann wirklich Umfragen stellen, ohne richtig oder falsch. Aber ich muss natürlich auch da immer den Dialog sozusagen vorbereiten. Einen ersten Learning Snack zum Kennenlernen hat Martina Linsberger jetzt schon in den Chat gepostet und ich sehe einigen von Ihnen an, dass Sie da schon drauf geklickt haben und das schon ausprobieren. Ja. Wenn ich so in die Runde schaue, habe ich den Eindruck, Sie sind da schon fleißig dabei. Ich klicke jetzt selber mal auf diesen Snack zum Ausprobieren und ich habe mir gedacht, man kriegt am ehesten ein Gefühl dafür, wie das funktioniert, wenn man es tatsächlich probiert. Einige von Ihnen tun es ja schon. Ich mache den jetzt auch mal durch, diesen Learning Snack. Und zwar still und leise, um diejenigen nicht zu stören, die selber schon snacken. Das dauert vielleicht so 3 Minuten. Sie können mir da mal zuschauen oder eben selber diesen Snack einfach probieren zu machen. So, ich gehe davon aus, dass Sie da fröhlich vor sich hin snacken. Was man da jetzt bei mir gesehen hat, für die, die nur zuschauen, ist ein anderes Format, nämlich die Abstimmung. Da gibt es kein richtig oder falsch, sondern da sieht man nur, ich habe den schon einmal gemacht, deswegen hat er sich die Antwort gemerkt, was am häufigsten geantwortet wird. Umfragen, das hatten wir noch gar nicht. Wofür hältst du Learning Snacks für geeignet? Und die meisten sagen da für Grammatikübungen. Und damit haben wir dann wirklich die Aufgabentypen ausprobiert. Es gibt dann noch einmal eine Redewendung, wo man raten kann. Und wir kommen langsam zum Ende dieses Learning Snacks. Da ist am Schluss noch einmal ein Video, YouTube-Video eingebunden. Und ein herzlicher Dank fürs Mitmachen. Und ganz am Schluss sieht man da, dass man eben so spielerisch eine Anzeige bekommt, welche Position im Vergleich zu allen Snackern man erreicht hat, also wie viel man da sozusagen richtig oder falsch gemacht hat. Und wenn man sich diesen Snack jetzt anschaut und zurückscrollt, sieht man, dass das eben wirklich eben verschiedene Aufgabentypen gibt und dass es eben multimedial möglich ist, so einen kleinen simulierten Chat zu absolvieren. Also das heißt, jetzt kennen wir es von der Anwendungsseite. Und was ich gern machen möchte, ist, so wie wir das bei den vorigen beiden Tools auch schon gemacht haben, Ihnen kurz zeigen, wie man das auch erstellen kann. Ist denkbar einfach. Man muss sich auch bei den Learning Snacks registrieren.
aber das ist datenschutztechnisch kein Problem. Der Anbieter sitzt in Deutschland, handelt DSGVO-konform und verspricht, alle Daten nur auf europäischen Servern zu hosten. Ich habe mich da schon registriert und dann schaut meine Oberfläche so aus, dass ich da eben meine Snacks habe und ich habe mit diesem Zugang, das ist unser eBEMUG-Fokus-Zugang, bisher einen einzigen Snack angelegt. Und wenn ich jetzt einen zweiten Snack anlegen möchte, dann klicke ich da oben einfach auf das Plus und bekomme dann die Möglichkeit, da einen weiteren neuen Learning Snack anzulegen. Und auch da ist es recht intuitiv. Ich werde sozusagen durchgeführt. Ja. Ich muss als erstes einmal einen Titel angeben für diesen Snack und nenne das jetzt eben Einführung in Learning Snacks und ich werde jetzt in groben Zügen versuchen, diesen Snack, den wir jetzt gerade absolviert haben, nachzubauen. Ihr könnt ein Bild reinziehen mit Drag and Drop. Ich mache das jetzt gar nicht, sondern ich starte gleich mit einem ersten Text und da gebe ich dann einfach einmal einen ersten Text ein. Das war so wie im Snack, den wir gerade gemacht haben, eine Frage, woran lässt sich ein Learning Snack erkennen? Ich speichere das einfach und bei Antworten muss ich nur da auf Aufgaben klicken und bekomme dann gleich vorgeschlagen den Antworttypus Mehrfachauswahl. Und da gebe ich halt jetzt einfach einmal diese drei Antworten ein, die ich vorher schon in dem Snack auch tatsächlich vorgeschlagen wurden. Es gibt drei Antwortmöglichkeiten, daher klicke ich da auf das Plus und gebe dann da noch eine dritte Antwortmöglichkeit ein. Das war in dem Fall an den Smileys und ich muss da anhaken, was die richtige Antwort ist, damit dann auch die Reaktion dementsprechend richtig ausfällt und ich gebe dann da unten noch ein Reaktion bei richtiger Antwort und Reaktion bei falscher Antwort und so wird dann auch im Chat reagiert werden. Bei der richtigen Antwort kommt dann eben das hier und bei der falschen Antwort kommt dann eben das hier und sobald ich dieses Item speichere, kriege ich da eine Anzeige, wie das dann auch ausschauen wird. Die User, wenn sie den Snack dann tatsächlich sozusagen absolvieren oder spielen, die kriegen jetzt nicht natürlich die roten und grünen Anzeigen für richtig oder falsch, aber sonst schaut es tatsächlich so aus. Und ich gehe da jetzt nochmal weiter und gebe zum Beispiel als zweite Frage etwas ein für den Typus Reihenfolge und müsste jetzt eben da hier beim Aufgabentyp den Aufgabentyp Reihenfolge wählen und kann dann da auch dann muss ich aber in der richtigen Reihenfolge sozusagen angeben, was ich da tatsächlich eben auswählen möchte. Also da müsste ich jetzt die richtige Reihenfolge eingeben, damit auch im Hintergrund klar ist, was dann richtig oder falsch gewertet wird. Ja. Ich sehe im Augenwinkel, dass der Chat ganz heiß läuft, aber ich werde darauf erst dann eingehen, wenn ich da mit der kurzen Präsentation durch bin. Ich habe eh nicht lang geplant und dann haben wir da noch einmal eine richtige Antwort. Die lege ich da auch noch an. So hätte ich es auch gemacht. Die richtige Antwort ist immer so was Bestätigendes. Und die falsche Antwort bei diesen Snacks ist in der Regel einfach die Bitte, es noch einmal zu versuchen. Ja, dann kommt man eben zu einem neuen Versuch. Und so würde das dann ausschauen. So müsste man dann eben die Antworten in die richtige Reihenfolge bringen. Und dann lege ich noch einen dritten Aufgabentyp an. Und dann würde ich das ohnehin auch schon wieder lassen mit dieser Demonstration. Wir haben jetzt die Mehrfachauswahl gehabt und die Reihenfolge. Jetzt machen wir noch die Funktion Lückentext. Und beim Lückentext wird, wenn ich da oben den Lückentext auswähle, ganz genau erklärt, wie das geht. Also ich muss sozusagen das, was ich in der Lücke stehen haben will, durch zweieckige Klammern umschließen. Das habe ich mir in dem Fall auch schon fertig vorbereitet und kopiere das da jetzt wieder mit Copy-Paste rein. Und das sind sozusagen die Worte, die nicht angezeigt werden oder die Wortteile, die ich dann eben richtig eingeben muss.
im Lückentext und habe dann da halt wieder so eine Bestätigung und dann habe ich da auch wieder sozusagen eine freundliche Aufforderung, das doch bitte nochmal zu versuchen und speichere auch da die Antworten. Und so schaut es dann aus, dann melde ich mich noch mit einer abschließenden, zusammenfassenden Info. Das war das Wichtigste zu den Funktionen von Learning Snacks. Es gibt sehr gute Snacks, also Learning Snacks und auch sehr gute Tutorials auf YouTube. Dazu hat meine Kollegin jetzt gerade eines gepostet im Chat, das ich Ihnen wirklich sehr empfehlen kann. Das ist ein Tutorial, das zwar 15 Minuten dauert, aber mit dem Tutorial kennen Sie dann wirklich alle aktuellen Funktionen der Learning Snacks. Also das ist auch sehr sinnvoll. Und ja, nachdem ich den Snack jetzt angelegt habe, das war jetzt eine verkürzte Version von dem, den wir gerade getestet haben, schaue ich mir da noch die Einstellungen an. Ich mache ihn jetzt öffentlich sichtbar. Er ist belegt mit der Learning Snacks Lizenz. Das ist das übliche Urheberrecht. Das heißt, dass einfach die Rechte an dem Snack beim Urheber liegen. Ich kann den aber auch mit Creative Commons CC BY Share Alike belegen. Das habe ich jetzt gemacht. Ich erlaube das Teilen. Der Rest betrifft nur die Einordnung. Und am Schluss, wenn ich da Ranking ja angehakt habe, dann kommt am Schluss des Snacks für alle Teilnehmenden diese Aufforderung, doch bitte diese Information, Sie haben so und so viele, also die Position 1 100% oder Position 99% oder 50% im Vergleich zu den anderen Snackern erreicht, das ist diese Funktion Ranking. Ja, und wenn ich das alles so eingestellt habe, dann muss ich nur mehr teilen. Es gibt dazu verschiedene Möglichkeiten. Mit Blick auf die Uhr gehe ich nur mehr auf die einfachste Möglichkeit ein, nämlich wirklich diesen Link zu kopieren. Es gibt aber andere Dinge auch noch. Ich kopiere hier diesen Link zu dem Snack und in dem Fall gebe ich den Link dann Ihnen gleich auch allen in den Chat. Das heißt, der Snack ist eigentlich veröffentlicht. Ich kann ihn da auch mit einem iFrame in HTML einbetten und kann ein paar andere Dinge auch tun. Aber an sich ist der Snack in dieser Form dann schon verfügbar und kann sozusagen gespielt werden jetzt in dieser Kurzform. Ganz kurz auch von meiner Seite jetzt noch die Vor- und Nachteile, ja. So mit ein bisschen Blick auf unsere Teilnehmerzahl. Okay, wir sind nur 5 weniger als vorher. Also Sie sind, glaube ich, noch so weit dabei. Es geht, glaube ich, noch. Vorteile, man hat es eh gesehen, es ist wirklich recht einfach. Ja. Es ist kostenlos, werbefrei, datensparsam. In dem Fall ist es so, dass sich die Teilnehmenden nicht registrieren müssen. Man kann sogar ein Klassenzimmer anlegen und mit der Klassenzimmerfunktion können sich alle, die man zu dem Klassenzimmer hinzufügt, die können auch Snacks anlegen, ohne sich zu registrieren. Also man kann sogar dann, wenn man Teil eines Klassenzimmers ist, Snacks erstellen ohne Registrierung. Man kann halt damit lernen, üben, wiederholen, raten, Wissen überprüfen, abstimmen. Es ist einfach vielseitig. Es hat was Interaktives, was Spielerisches. Spielerisches Gamification-Element ist natürlich einerseits der simulierte Chat, dieses Lernen in Dialogen, dann auch dieses Ranking am Ende. Sie haben Positionen so und so viel erreicht, ist was Spielerisches. Und man erkennt ein paar lernfreundliche Elemente, nämlich dass man halt diese Wiederholungen ermöglicht. Das hat man selber in der Hand als User. Man kann das anonym nutzen. Es ist multimedial. Ich kann wirklich mit Videos und Links und Bildern und Informationen arbeiten und kriege einfach ein Feedback bei Fehlern. Nachteile sind natürlich, es ist schon recht starr. Also es passiert natürlich wirklich nur das, was ich vorher angelegt habe. Es ist keine echte Interaktion, keine lebendige Live-Interaktion. Es ist ein bisschen wie ein Chatbot. Ja, wer Chatbots nicht mag, könnte sein, dass sich auch über Snacks ärgert. Also wenn Sie Ihr Online-Banking besuchen und George sagt zu Ihnen, hallo, ich bin George und Sie fühlen sich davon irritiert, dann sind Sie vielleicht auch nicht glücklich mit so einem Learning-Snack. Ja, das muss man halt mit bedenken. Und das andere, da habe ich schon gesehen, das war auch eine Frage im Chat, wie schaut das aus mit einer mobilen Version? Es gibt keine Mobile-App dafür, aber ich muss ehrlich sagen, man braucht sie auch nicht. Es ist so, es ist adaptiv, also es ist responsiv. Ja. Also man sieht, also wenn man das Tool am Handy nutzt, ist man einfach genauso smooth und unbehindert unterwegs, als wenn man es jetzt wirklich am Desktop-PC nutzt. Also es gibt einfach keine, man braucht nicht unbedingt eine App. Ja, mögliche andere Nachteile würde ich jetzt im Moment gar nicht erkennen können. Was ich abschließend noch gemacht habe, vielleicht sehen Sie welche, also ich bin recht gespannt drauf. Was ich auch noch gemacht habe, ich habe ein bisschen
geclustert, was man damit tun kann. Und Martina Linsberger hat das im Hintergrund schon gepostet. Da gibt es einfach Beispiele für weitere Snacks. Man kann so einen Erklärsnack als Typ sich vorstellen. Da gibt es kaum Fragen oder keine Fragen. Gell? Also diejenige, die das sieht oder hört, klickt einfach nur auf Weiter und kriegt dann halt Video oder Bild oder Information. Das ist so der richtige Erklärsnack. Dann gibt es sozusagen der Ratesnack, in dem Fall zum Bayerisch lernen ein Beispiel, wo man halt wirklich rät, was bedeutet das denn und dabei was lernt. Ja. Der Übungsnack, hier Grammatikübung mit das und das, was Sie im Nachhinein ausprobieren wollen, anhand der Linkliste, die wir ja doch zur Verfügung stellen werden. Und ein Selbstüberprüfungsnack, den wir selber auch schon angeboten haben im Rahmen des EBMOOC-Fokus, wo wir das Tool ja selber auch eingesetzt haben im Rahmen eines Online-Kurses. Ja, das war es ganz auf die Schnelle. Ich schaue auch hier erst einmal in den Chat und sehe da einfach ein paar grundsätzliche Anmerkungen, ob es gut ist, ob man innerhalb des Snack-Dialogs zurück kann. Ich glaube schon. Ich bin jetzt selber nicht sicher. Ich lege mehr Snacks an, als ich sie spiele. Zurück und eine andere Antwort geben kann man, glaube ich, nicht. Ja? Genau. Für Smartphone optimiert indirekt. Ein nettes Tool. Es gefällt sehr gut. Ja. Sorry, da habe ich offenbar zwischendurch den Bildschirm zu klein gehabt. Genau, sind Learning Snacks mit Mentimeter vergleichbar? Naja, also ich kann, also es ist schon wirklich so diese Chatstruktur, die vorgegebene, das ist schon ganz anders als bei Mentimeter. Ja. Ich kann bei Mentimeter manche Dinge auch anlegen, sodass sie chatartig wirken, aber beim Learning Snacks bin ich halt immer, das ist sozusagen Kerncharakteristikum auf diese Chatstruktur angewiesen. Also insofern kann man einige Funktionen mit beiden Tools erfüllen, aber was man bei Mentimeter nicht so oft macht, Mentimeter wird oft so als Instant Audience Response System verwendet, man stellt es selten irgendwo hin und sagt, machen Sie das für sich alleine. Ja. Das ist halt bei Learning Snacks öfter so, dass man das wirklich so als Online-Wissenshappen verwendet, den man irgendwo hinstellt, einbindet und verbindet. Ja. Genau, das sind die Tutorials, die Abschiede zwischendurch. Man kann eigene Schriften eigentlich nicht verwenden. Ich kann eigene Logos und Farben in Form des Einbindens von Bildern verwenden. Ja, also ich kann ja mit Bildern arbeiten. Ich kann ja auch einen Text mit eigenem Layout als Bild einbauen und dann als Bild hochladen. Insofern kann ich die Begrenzungen des Tools ein bisschen umgehen, indem ich da mit Bildern arbeite. Und ja, Nachteil, man kann nicht als Gruppe zusammenarbeiten. Genau, das ist schade. So ist es. Und eigentlich ein Vorteil, dass keine Snacks benötigt werden. Lässt sich überprüfen, wer den Snack gemacht hat. Da hat sich seit ein paar Jahren ein bisschen was verändert. Früher konnte man nur prüfen, wie oft der Snack gemacht wurde. Jetzt gibt es eben diese Möglichkeiten, den Snack mit einem Nickname zu spielen. Das war eben eine der Möglichkeiten beim Teilen. Ich kann ihn so anlegen, dass man ihn sozusagen mit Nickname spielt und dann kann man natürlich mit einer Klasse oder einem Team ausmachen, wer welches Nickname hat und dann wüsste man das. Und wenn ich den Snack erstellt habe, wie kommen die Teilnehmer dazu? Ja, so wie wir das jetzt eben gemacht haben, dass ich ihn im Link teile oder ich kann ihn irgendwo auf einer Website einbetten. Genau, oder über einen Messenger teilen. Danke. Im Eilzugstempo sind wir da durchgerast. Wir haben noch eine Viertelstunde, na 10 Minuten eigentlich. Und ich übergebe, ich glaube, Karin, Beatrice, ihr wolltet das auffangen, in die allgemeine Diskussion überleiten. Mit Dank für Aufmerksamkeit. Genau, damit leiten wir sozusagen nach der drei Tools in die allgemeine Schlussrunde, sozusagen eine allgemeine Diskussionsrunde über. Das ist jetzt noch einmal der Punkt, an dem Sie die Gelegenheit haben, noch einmal zu teilen, was beschäftigt Sie jetzt? Haben Sie noch Fragen zu einem bestimmten Tool, die wir vielleicht bisher übersehen haben oder
wo Sie, die Ihnen jetzt in der Zwischenzeit erst gekommen sind. Gibt es vielleicht jemanden, der schon Erfahrungen mit einem Tool gemacht hat, der die gerne teilen möchte? Sehen Sie bestimmte Vor- und Nachteile oder alternative Tools, die Sie auch noch gern teilen möchten? Sie können sich jetzt bitte gerne wieder zu Wort melden, einfach das Mikro, also die Stummschaltung aufheben, das Mikro aktivieren, beziehungsweise natürlich auch gerne in den Chat schreiben. Wer möchte den Anfang machen? Okay. Da kommen derweil einmal die Danke rein. Ja. Vielleicht da, solange sonst nichts kommt, vielleicht stelle ich einfach einmal so ganz spontan, wir haben dafür nichts vorbereitet. Ich habe eine Frage, Claudia Spari. Hören Sie mich? Ja. Also meine Frage, wir haben jetzt gesehen in der Gruppe, dass 50% oder über 50% keine Erfahrung mit diesen Tools haben. Meine Frage an Sie als Conedo-Team wäre jetzt, wie stark haben Sie in den letzten Monaten bei Ihren Kollegen, Kolleginnen aus der Community gesehen, dass die Tools zum Einsatz kommen? Also wie stark müssen wir uns darauf einstellen, dass wir uns damit auseinandersetzen müssen, unter Anführungszeichen, oder dürfen, wie auch immer? So ein bisschen Ihre Einschätzung von der Community. Ja, also bitte ergänzt mich, Karin, Beatrice und auch alle, die da dabei sind. Ich gebe gerne Einschätzung ab. Ich glaube, dass diese, gerade die kleineren, einfachen Tools jetzt einmal schnell irgendwo einfach gute Möglichkeiten sind. Ich beobachte auch, ich meine, wir haben sie deswegen aufgegriffen, weil wir beobachten, dass sie verwendet werden. Im Rahmen von Blended Learning Veranstaltungen, im Rahmen, also die sind sozusagen Teil dieses Prozesses des Übergangs zu mehr Blended Learning, ja, würde ich sagen, ja. Oder dieses Übergangs zur Entlastung von Live-Online-Veranstaltungen, ja, wo ich sage, ich mache jetzt nicht mehr durchgehende, ganz lange Schulungen, ich löse das ein bisschen auf, sozusagen diese ständige entweder Online-Präsenz oder physische Präsenz und gehe ein bisschen mehr in das Aufteilen der Lernaktivitäten und stelle dort auf Lernplattformen oder zusätzlich zum Webinar oder zusätzlich zur Präsenzveranstaltung solche begleitenden Formate zur Verfügung. Und das, was Karin uns gezeigt hat, das finde ich schon nochmal besonders spannend, weil es so ein bisschen der Übergang ist in Richtung Coden. Ja, es ist nicht wirklich Coden, ja, aber es ist sozusagen dieses Formatieren das in Richtung eines Denkens wie beim Programmieren geht. Das ist schon was ich denke, was wir brauchen werden, wo die Entwicklung hingeht, aber vielleicht nicht ganz so schnell wie die einfachen Tools. Ja? Ich weiß nicht, wie ihr das sehen würdet, Karin und Beatrice, und vor allem würde mich interessieren, was denn da jetzt auch an Reaktionen im Chat kommt. Da gibt es ja auch viel Impressionen und Informationen dazu von Teilnehmerseite. Ja, vielleicht können wir da mal zusammenfassen, was da im Chat alles gekommen ist. Da geben eben einige auch Einblicke in ihre persönliche Tätigkeit, dass eben Learning Snacks und Learning App eben während der Corona-Lockdowns stark genutzt wurden. Da wird auch eben das Einbetten in Moodle, dass die Learning Snacks in Moodle eingebettet werden. Das wird eben auch positiv hervorgehoben, beziehungsweise die Links zu sammeln, zu teilen und das eben an Teilnehmerinnen zu übermitteln, die keinen Moodle-Kurs haben oder nur mit dem Smartphone arbeiten. Genau, dann gibt es da auch die Info, dass es eben für manche Kursteilnehmerinnen vorteilhaft war, die Learning Snacks immer wieder machen zu können. Genau. Ich sehe dann da auch noch von Nathalie Schmidt eben Learning Snacks und Learning Apps als die Möglichkeit, während des Lockdowns unterhaltsame Lernmöglichkeiten anzubieten. Das ist halt dieses Spielerische, ja. Also ich kann ja nicht immer gemeinsam vor der Kamera, es ermüdet uns ja auch, ja. Also man sieht ja
wenn man da so drei so massive Inputs kriegt, ne, dann das ist ja mal wieder genug. Ja. Also man muss das ja ein bisschen auflösen auch und die Zeit zwischendurch mit was Spielerischem und gleichzeitig zielgerichtetem Lernen füllen. Ja. Und dafür sind es halt wirklich sind diese Methoden und diese Möglichkeiten halt einfach total gut geeignet. Ja. Und da sehen wir schon, also ich denke mal, das bleibt uns, ja, das ist ja was, was uns bleibt, ja. Die Moodle hat immer mehr Möglichkeiten, zum Beispiel für Bigblobutton und so weiter, einfach eigene Schnittstellen, das ist in Moodle aufgelistet, was man direkt einbinden kann, sonst kann ich ja alles immer in Moodle verlinken, ja, das ist immer die simpelste Methode, dann habe ich halt keine volle Einbindung, aber Verlinkung. Kann man bei den drei Tools Statistik rausfiltern, wie viele Leute es gemacht haben? Ja, also bei Learning Snacks kann man, ich nehme stark an, bei den beiden anderen auch, Beatrice und Karin. Kreuzworträtsel, die man auf Arbeitsblätter zieht, kann man auch machen damit. Das ist einfach so ein Stück in Richtung Gamification, Auflösen dieser starren sozusagen langen Online-Präsenz oder aber auch langen Präsenz-Meetings, da ist es einfach ein Zwischenschritt, ein wichtiger, solche Dinge auch zu kennen und anzuwenden. Also wir glauben schon, dass es wichtiger ist, immer wichtiger wird, sonst würde man es jetzt nicht einbringen in der Form. Aber ich glaube, dass man auch eine Weile noch, sage ich jetzt mal ganz ehrlich, auch ohne das leben kann, wenn sie das Gefühl haben, sie sind dann einfach zu aufwendig im Moment, ja. Und was vielleicht auch noch ganz wichtig ist, man muss ja nie alle Tools verwenden. Man kann sich ja auch wirklich die suchen, die gut zum eigenen Stil passen, die man gern verwendet, die für die Teilnehmerinnen passen und dann mit wenigen ausgewählten Tools das eben machen. Also genau. Und man sollte gar nicht glauben, wie viele Leute gern spielen, auch unter Erwachsenen. Ja? Also wenn man sich da was Nettes überlegt, natürlich ist immer so, dass der eigene Hirnschmalz gefragt, ja, dass man das schön didaktisiert und peppig aufbereitet. Ja. Ich glaube, da war auch der Link zu Nele Hirsch ganz hilfreich, weil da findet man immer schöne Ideen in die Richtung. Ja. Genau. Ja gut, also mit Blick auf die Uhr stelle ich fest, dass wir noch 6 Minuten haben bis zu unserem geplanten Ende. Daher würde ich vorschlagen, dass wir jetzt schon langsam abrunden, dass auch wirklich alle, die eine Teilnahmebestätigung brauchen, die noch bekommen. Gut, also Sie sollten jetzt da wieder meine Folie sehen sollen. Sie sind jetzt gerade da verschwunden, deswegen, also ich sehe Sie jetzt gerade nicht mehr, aber wenn Sie die Folie sehen können, ist alles in Ordnung. Ja, das war eben unser Digitalk zum Thema Online-Wissenshäppchen einfach gestalten. Eben jetzt folgt noch die Info zur Teilnahmebestätigung, wie Sie zu dieser Teilnahmebestätigung kommen. Dazu benötigen Sie das E-Mail, das Sie eben bekommen haben, als Sie sich angemeldet haben, mit dem Link auf das Eveno Buchungscenter. Und unsere Kolleginnen im Hintergrund haben jetzt schon da fleißig alle eingecheckt. Das heißt, wenn Sie da auf diesen Link klicken, dann finden Sie jetzt mittlerweile in diesem Buchungscenter unter Downloads den Button Zertifikat und können sich dort Ihr Zertifikat in einem PDF-Format herunterladen. Sollten Sie jetzt dieses E-Mail nicht mehr finden oder das irrtümlich gelöscht haben, ist das auch kein Problem. Es gibt auch einen direkten Link zum Buchungscenter, wo Sie einfach Ihre E-Mail-Adresse eingeben können und dann eben auch zu Ihrem Zertifikat, zu Ihrer Teilnehmerbestätigung sozusagen kommen für den heutigen Termin. Ja, was gibt es noch zu sagen? Noch einmal der Hinweis, in wenigen Tagen wird eben unter DigiProf Neuigkeiten auf der Plattform Erwachsenenbildung.at die Aufzeichnung zur Verfügung stehen. Genau, dann noch ein wichtiger Hinweis, wenn Sie möchten, freuen wir uns natürlich immer über Feedback und haben zu diesem Zweck einen Fragebogen vorbereitet, den meine Kollegin jetzt auch gleich in den Chat stellen wird. Bitte seien Sie doch so nett, füllen Sie die Feedback-Umfrage aus, teilen Sie uns mit, was Ihnen gefallen hat, was wir noch verbessern können und welche Themen Sie in Zukunft gerne im Digitalk hätten. Und wenn Sie möchten, können Sie natürlich auch mit unserem Newsletter auf dem Laufenden bleiben und werden dann eben immer informiert über aktuelle Veranstaltungen und Neuigkeiten auf Erwachsenenbildung.at in der Rubrik DigiProf. Gut, und dann gebe ich noch einmal weiter an Birgit Aschemann, die jetzt auch noch unsere nächsten DigiTalks vorstellen wird.
Danke dafür, Karin. Und ich glaube, auf der nächsten Folie sind sie auch übersichtlich zusammengestellt. Danke dir. Es gibt am 23.03., also in etwas mehr als einem Monat, schon wieder die Gelegenheit, uns zu sehen und uns zu unterhalten über Digitalisierung und Erwachsenenbildung. Und zwar machen wir da etwas, was wir im Herbst schon mal probiert haben, und zwar ein Digicamp, ein kleines Barcamp, wo wirklich alle selber ihre Themen mitbringen können, einen Input geben können oder auch einfach kommen können ohne spezifischen Input und in kleinen Gruppen das diskutieren können, was Sie am meisten interessiert zur Digitalisierung und Erwachsenenbildung. Ja? Also das wird so in Kurzformat, in nur 1,5 Stunden möglich sein, in Kleingruppen das zu diskutieren, was für Sie gerade wirklich relevant und wichtig und spannend ist zur Digitalisierung in der Erwachsenenbildung. Einen nächsten Talk haben wir dann für Juni geplant, wo wir uns der Psychologie des Online-Raums widmen. Das ist jetzt noch eine lange Vorschau, ist mehr so gedacht als Save the Date, weil es gibt noch keine Anmeldung dafür, aber vielleicht, wenn Sie sich dafür interessieren, die spezifische Psychologie des Online-Raums, wir haben dafür sehr interessante Diskutantinnen gewinnen können und ich freue mich selber wirklich auch, dass wir mal diesen psychologischen Blick gemeinsam wagen können. Und dazwischen gibt es noch eine Veranstaltung, die ich auch sehr gern ankündige, die wir gemeinsam mit dem Bundesinstitut für Erwachsenenbildung vorbereiten in der Gruppe DIGLAB. Vielleicht wäre es auch möglich, dass wir da noch einmal den Bildschirm teilen und zu der Veranstaltung hüpfen. Oder ich mache das noch einmal schnell. Und zwar geht es da am 28. und 29.03. am Bundesinstitut für Erwachsenenbildung um innovative Lernräume. Das ist eine Tagung, die 2,5 Tage dauert, wo wir uns der Frage widmen, was denn jetzt an neuen Lernräumen ansteht. Ja? Also das sind nicht nur digitale Lernräume, Online-Räume, die wir uns anschauen, wirklich auch innovative Online-Räume, sondern auch die Frage, was macht denn die Digitalisierung mit den Präsenzräumen? Also welche neuen Notwendigkeiten für Präsenzräume ergeben sich durch die Digitalisierung und wie schaut es in Bildungshäusern und Bildungseinrichtungen denn aus, mit ihren Möglichkeiten, aber auch Notwendigkeiten, Räume jetzt neu zu gestalten, angesichts der fortschreitenden Transformation. Ja, das sind die nächsten 3 Veranstaltungen. Damit sind wir für heute jetzt wirklich einmal am Ende unserer geplanten Inputs. Zwischendurch habe ich aus dem Augenwinkel verfolgt, dass es ein bisschen Probleme gab mit dem Link, aber ich glaube, es ist alles geklärt. Gell? Ich glaube, Sie haben inzwischen, wenn ich das richtig lese im Chat, alles gefunden, was Sie gebraucht haben. Ja gut, gibt es noch von jemand aus der Runde irgendwas zu sagen, außer einen schönen Abend, alles Gute. Bitte teilen Sie uns mit, was Sie wünschen, was Sie für Wünsche und Bedürfnisse haben an Themen. Wir haben jetzt auch auf Erwachsenenbildung.at DigiProf unter Webinare so einen Themeneinmelder aufgestellt. Also wenn Sie auf Erwachsenenbildung.at/DigiProf unter Webinare gehen, finden Sie dort immer einen Button, wo Sie Ihre Themenwünsche einmelden können. Wir haben immer ein offenes Ohr und versuchen dann einfach entsprechend dazu was zu machen. Vielen lieben Dank dafür. Damit würden wir den Talk für heute beenden und Ihnen allen noch einen ganz schönen Abend wünschen und alles Gute. Schönen Abend an alle. Vielen Dank fürs Dabeisein. Auf Wiedersehen. Schönen Abend. Sehr schönen Thank you.